I could be. Hier sind die Professionals mit dem Schnobel und dem Big. Wie ihr seht, spielen wir wieder Little Big Planet und haben auch unsere beiden Special Guests wieder dabei. Die Caden und die Mini. Hi. Wir machen das zwangsweise. Wir sind gar nicht freiwillig hier. Ihr seid freiwillig hier. Verdammt, hab ich doch gesagt. So. Hab ich dir nicht gestern eingebläut? Du bist hier freiwillig und gerne. Es wurde uns gesagt, wir sollen sagen, dass wir gerne hier sind. Ja. So. Ja, dann geht doch einfach weg. Macht euch da ab. Wie? Wie? Meld mal die zwei Controller ab. Mir schickt's allmählich. Ich hab was für euch. Was? Beste Bewertung diese Woche? Nee, ein paar warme Ohrfeigen. Warte, ich will hier nur mal weg. Hier. Ja. Okay, so. Hier, beste Bewertung diese Woche. Ja, heute machen wir mal beste Bewertung. Genau, diese Woche nehmen wir mal Peak. Damit man Abwechslung hat. Genau. Dann legt mal los. So, haben wir Atomic Bomb Attack. 137 Level. Oh, das hat sich schon gut. Von dem haben wir schon mal was gespielt. Ja. Ich bin mir sicher. Na, egal. Mach das einfach mal. 937 Bewertungen, das kann schon mal nicht so schlecht. Kurz und anspruchsvoll. Das und ist doch schon mal gut. Also, weil. Oder ist eine Atombombe. Das ist doch schon mal gar nicht. Das sind nicht alles los. Voraussetzungen, die super sind. Das sind Herausforderungen für uns. Anspruchsvoll und kurz. Na dann. Gut ist immer gut. Sprengstoff? Das ist natürlich noch besser. Ist ja wie bei uns daheim. Halloween Heimsuchung. So, insgesamt 500.000 verschiedene Spieler haben das schon gespielt. Oder kannst du das mit 500.000 verschiedenen Spielern zusammenspielen? Nicht lustig. Ja, man kann die Spiele ja mit 8 Leuten spielen. Nee, wir können nicht lachen über deine Witze, wenn wir nicht freiwillig hier sind. Ja, also Jerusalem. Ja, man kann ja Little Big Planet auch mit 16 Leuten zusammenspielen. Das haben wir ja mal gezeigt. Wo wir das Video gemacht haben. Hallo? Zu dem Lied. Ich hänge hier fest, gell? Ich komme nicht raus, wenn ihr da in der Atomwaffe oxidiert. Und keiner geht auf mich ein. Ich bin ganz schön traurig. Oh, das geht. Hey, Patrick! Juhu, ich bin nicht mehr traurig. Patrick ist da. SpongeBob, wie viel Uhr haben wir denn? Ah, nee, umgekehrt. Wir waren schon mal so in einem großen Haus. Ich weiß, das sieht irgendwie aus. Bisschen wie bei Chefs. Hallo, Mädchen, wieder. Ich komm nicht mehr runter. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Du musst oben der Chef kommen machen. Hey, was ist denn jetzt? Oh, das sieht aber nach. Das sieht aber nach. Ich glaube, da ist die Atombombe gerade gelandet. Ja, toll. Wir haben es dann mitgekriegt. Ich glaube, wir müssen versuchen zu überleben. Ja, dann red doch mal lieber. Wir sind nämlich beide hops. Ich bin schon mal weg. Wurde schon gekillt. Oh, ich auch. Ich wurde auch gerade gekillt. Und ihr wolltet gerade auch. Yay! Ah, haben wir ein neues Spiel. Ja. Jetzt, wo wir wissen, worum es geht. Das hat man mal aus dem Haus, bevor es explodiert. Ja, ich gehe auch nicht nochmal hoch. Ah, Mist. Sind wir doch, das ist der Anfang. Ah, oh, da, die amerikanische Flagge. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann sind wir ja... Voll sicher. Voll sicher, gell? Wenn die Amis das alles in der Hand haben. Lauft! Lauft einfach, was das soll jetzt? Servus, ihr Männers. Ich hab. Warte mal. Schnell, da komm ich nicht weiter. Wieso kann ich die Männer nicht vermöbeln? Komm, wir müssen aufs Auto und mit dem Auto fahren. Doch, wir müssen an und da sein und dann gedrückt halten wahrscheinlich. Nee. Das Einzige, wo ich so drücke, ist ein Tier. Eine Tankstelle! Schnell weg! Schnobel ist da! Oh, wir stecken fest! Nee, doch nicht, doch! Ich glaube, hier geht es einfach darum, so lange wie möglich zu überleben, wenn gleich der Atomkrieg losbricht. Der Atom. Ja, der ist da am sinnvollsten, wenn wir im Auto bleiben. Schnobel, ich will mal meinen, du sollst bleiben da in den Tankstelle. Genau. Ja, warte mal. Ach, wir kommen mal kommen. Ich hab was. Ja. Da war's. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, aber das ist kaputt. Ja. So. Wow. So willst du überleben, da hätten wir das. Natürlich Ei! Piek! Ich wollte gerade sagen, wir haben es ja überlebt. Ich glaube, du sollst jetzt mal laufen. Nein, ich bleib hier schön stehen. Irgendwie muss doch zu Ende gehen. Also die Tankstelle, die hat so richtig einen abgekriegt. Ja, das war ja ich da drin. Das war nicht das Chernobyl, sondern ich. Ich glaube, du musst doch laufen. Warum leuchtet das dann noch? Gell? Hier unten. Das hatte ganz deiner oder was auch immer da stand. Ah, siehst du mal, Technik, also, meine Idee mit dem im Auto bleiben wäre nicht so gut gekommen. Wie ist das so als einziges Überlebender? Aha. Das sind noch Überlebende. Oder
Ja, Überlebende, die müssen ja auf der anderen Seite sein. Oh, oh, Peak! Wow, das ist aber ganz schön trauriges Level, gell? Nach dem Atom? Auf jeden Fall langweilig. Der hat gesagt, wenn du Überlebende da machst, machst du alle platt. Gab's noch jetzt ein paar Bäumchen. Das ist ganz schön deprimierendes Level, was wir uns da ausgesucht haben. Ausgesucht yeah. haben, gell? Peak, wie ist das als eigentlich so überlebender Koch? Und der sich kein Essen mehr zubereiten kann, war alles weggepumpt. Dafür habe ich ein großes Feuer. Ja. Du bist der Schuldige, du hast doch das Lunge noch in der Hand. Peak, schmeiß das kleine Feuer weg, wenn du neben dem großes hast. Juhu! Was war das denn? Keine Ahnung, was das war. Es hat auf jeden Fall Wutsch gemacht. Guck dir mal, ob du noch mehr Überlebende findest. Ah, die Bomben kommen! Jetzt bist du der Chef. Peak hat die Hautfarbe geändert. Alles Tarnung. Ja. Jetzt passt zu der Umgebung. Der will nicht mehr erkannt werden von den Bomben da oben. Hat sich hier inkognito. Ja. Ja, und wo zum Henker gibt's hier Punkte? Punkte, Punkte. Ich glaube, hier geht's einfach darum, dass alles kaputt gemacht wird. Guck mal, ob du noch Überlebende findest im Haus oder so. Wenn du da runter gehst, kommst du nicht mehr hoch. Nee, jetzt kommt da ja. Kommst du auch immer nicht mehr. So, vielleicht doch lieber in die andere Richtung laufst. Da ging nicht weiter. Da steht hier gar nichts mehr. Ich dachte, das war mal das Haus. Da leuchtet irgendwas. Das war die Lampe vom Haus. Hm. Gut, dass die noch überlebt hat. Die Lampen schwirren in der Luft. Das sind um. Ein Ventil hängt da einfach in der Luft. Interessant, was ist aus Methusalem geworden? Hm. Röstbrot. Oh, hoffentlich, also, ist die hoffentlich ist die amerikanische Flagge noch da. Ja, Pik, ist... du gehst verloren. Ja. Das war's, ne? Ja, das ist das der Anfang, ne? Ja, ja, das bist du wieder mal anfangen. Weiter geht's halt. Oh, ich glaube, da kommen wieder Bomben. Kommt nur her! Scheiß Bomben! Ich schaff euch alle! Oder das nicht? War's schon. Oder sie schaffen es nicht. Aber hier hat keiner irgendwelche Punkte gekriegt und, so. Hier gibt's keine Punkte, wer also gegen seine Freunde ein bisschen überleben will, kann in das Level reingehen. Ansonsten hat es den anderen, glaube ich, jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Es muss aber doch ein Ende geben. Sonst kann man es ja nicht bewerben. Also das kann man, obwohl du kannst schon, aber... Das ist einfach für Atomschlagliebhaber. Keine Ahnung. Aber wenn da Leute jetzt Punkte gekriegt haben, dann müsste es ja auch gut zu bewerben gehen. Haben dann da Leute? Gibt es da eine Rangliste? Mehr. So. Nein. Nee. Gut! I survived and I thought they were going to rescue me, instead they dropped more bombs. Ja, siehst du, der hat auch gedacht, man überlebt. Und wird dann gerettet, aber anstattdessen kamen immer mehr Bomben. So, da haben wir also alles richtig gemacht. Wir nicht. Das war ein Bombenlevel. Peak hat das richtig gemacht. Bombenlevel. Warum das auch beste Bewertung? Wollen wir mal was anderes gucken? Wir sind mit Bewertung. Epic Fail Gold. So. Wir können ja noch mal so eine Rummel oder sowas aufsuchen demnächst. Das war da auch cool, oder? Mit so Achterbahn oder also Kram. Das soll lustig sein. Lustig und musikalisch. Na dann, mach mal. Hab ich schon. Wir können ja auch nicht mal einfach nach irgendwas suchen, was lustiges. LOL. Ich hab mal so. LOL. Der nächste, der eine lollt, der fängt sich einer. LOL. Du bist hier nicht freiwillig, also schon klar. Da ist gleich ein Aufkleber. Zwei Stück an der Zahl. LOL. Was habt ihr jetzt davon? LOL, LOL. Deswegen hat er auch dahinter das Gesicht. Komm, wir gehen weiter. Genau. LOL, ja, die Aufkleber gesammelt und dann auch aufs gegangen. Ja, Peak. Und dann die Kamera ist für dich ein Anspruch, gell? Das sieht immer alt aus. Lass dich lieber mal hops gehen da in der im Käfig. LOL. Wieso bin ich hier runter? Also das ist doch schon mal cool. Das ist so wie das eine Super Mario Schwer-Dings, was es da zum Runterladen gibt auf PC. Aber wenigstens gibt es unendliche Starts.
So, wer hüpft freiwillig weiter? Lol. Ja toll, ich guck jetzt aber so falsch. Oh. Oh. Nein! Lol. Yay! Lol. Geht ohne mich weiter. Ist das doch die Krise. Komm, hüpft. Ich fange euch auf, wenn ihr es... LOL! Ja, Pik! Ich hab mich auch getan! Jawohl! Hey. Pik hat mich gerettet! Lol. Oh Mann. Danke dafür! Ja, so, wer geht wo drauf? Ich guck zu, ich guck, was passiert. So, aha. Lol. Nein! Geh zurück! Wieso denn? Ihr kommt doch da alle wieder. Was ich dann einfach drüber hüpfen kann, einfach! So. Warte auf. Welches nehmen wir denn jetzt? Gut, dann nehme ich das da hinten. Wir müssen uns für eins entscheiden. Ach, wir müssen uns für eins entscheiden. Ja, welches nehmen wir denn dann? Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Seht ihr, wenn das Licht eingeht? Ich würde ja das... Drück mal Dreck! Fail, toll. Ja, was passiert, wenn jetzt die Dinge... Fliegen wir wahrscheinlich ganz schäbig in die Luft. Okay, das ist zu zweit schon mal nicht. Also ich würde, ich hätte jetzt das hier genommen. Das hier? Dann nimm mal. Ganz schäbig. Ja, gut. Hier, gleich das Erste. Ja, toll, das Letzte wäre es natürlich gewesen. Wie immer, gell? Und jetzt das Seid ihr nach zum Zufall-Ding gemacht? Yay! Das ist aber auf jeden Fall schon mal cool. Der Fail! Ja, Mini, hat's nicht gefailt. Hüpf drüber über die ganzen Käse. Nein, hol uns gleich mal wieder! Hol uns wieder! Nein, Mini! Doch, komm. Die Pyramide hat so irgendwie Schieb da drauf gesetzt. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch und dann können das Level nicht fertig machen. Klar kommen wir da hoch. Da siehst du, Mini hat's geschafft. Caden hat's schon geschafft. Und sammeln da drüben fett die Punkte. Ja, bei mir. Ja, nein, komm doch mal ein Stück zusammen. Ja. Links nochmal. Komm mal hier hoch. Wenn jetzt hier hochkommt, krieg ich gleich den Watschen. Einfach ein Stück nach vorne gehen. Hallo, Caden. Na, wenn ich Haus gibt's. Ich kann das nicht. Bin drüber. Geht ihr mal schon. Ah, das Ding bewegt sich. Und jetzt wurden wir alle in der Blase gefangen genommen. Ist das am Anfang wieder? Nee, ist wieder am Anfang. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also hat er sich auf jeden Fall mal Gedanken gemacht, gell, hier, finde ich. Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, so was zu machen, oder? Hm? Das ist echt gut, der Level. Herausforderung! Dieser ewigen LOL-Gesichter. Wie nennt die? Der LOL-Troll. Die nennt. Na! Das ist ein Trollgesicht, ist das, ja? Nein! Ja, toll! Das letzte hat sie auch wieder gehobelt. Caden, fail, jawohl! So, ich warte mal, ich geh mal zur Seite und guck, was passiert. Was ich denn, LOL, das erste ist schon mal nicht gut. Die sind alle drei nicht gut. Die Leuchtperle so schön rot. Sind Feiglinge echt. Du. Hui. La 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 la. So, jetzt sind alle drei gut. Jetzt können wir. Ja, oh, toll. Lol. Ach, da vorne musst du einfach lang gehen, ne? Come on. Stopp. Pik, das hast du davon. Aber jetzt sowieso erst seit eben gerade kann man hier lang gehen. Schnell, da ist das Ende. Nur mit das Vorsicht. Auch wegbewegt, das Ende. Mit Vorsicht zu genießen. Schnarchbaue Katze? Ja. Fail. Nein! Lauf, Kate! Das Level war. Bitte! Super! Caden hat gewonnen! Der war echt gut! Roffel! Lololol! Also, wir empfehlen dieses Level uneingeschränkt Epic Fail World 1-4 Players.
Genau, und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was zockt doch mal das und das oder gibt mal das und das ein, spielt mal unser Level oder was auch immer, dann schreibt es in die Comments. Das wäre toll, wenn ihr sowieso in den Kommentaren schreibt. Und jetzt mal die Übersetzung von das, was der Shinobu gesagt hat. Kommentare, Vorschläge. Jetzt. Unten. Danke. Zurück. Danke, Anke. Ja. Hunger. Ja. Jetzt. Ja, welche Zitate essen fallen? Jetzt. Genau. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich glaube, wir sind jetzt für heute auch mal fertig, oder? Für jetzt sind wir fertig. Mit den Nerven und dem Level. Und freuen uns drauf, dass ihr wieder zugeguckt habt. Genau. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Epic Fail. Was? Nein, die Professionals machen die Playside. Epic Professionals. Oh Mann. Epic Professionals. Das wird als schlechter. Ja. Wir sind einfach episch. Älter man wird, ist schlimmer wird die Witze. Ja. Namor kann auch einen Bart kriegen, nur so Ziegenbart. Ja, lange, aber am Ziegenbart lange. Gut, jetzt haben wir die Folge genug künstlich in die Länge gezogen. Ja, wie gesagt, tschüss mit Ös und tschö mit Ö. Und Flüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Genau, wenn es wieder heißt. Ken gähnt uns einen vor. Genau. Also, wir machen mit. Ja, die zwei haben es ernannt gähnen. Das nach Hause gähnen. Soll ich was das war sagen? Vielleicht ist ja so langweilig, ihr zwei. Wir sind so langweilig, weil wir mit euch spielen müssen, deswegen. So. Mal abgesehen davon, wir zwingen euch ja auch dazu. So genau. Ist es. Deswegen ist euch so langweilig. Du kannst den Controller jetzt von den Händen mit der Mädchen wieder abbinden. Genau, nachdem wir sie hier reingezerrt und gezwungen haben. Mach die Handstellen von den Schulen ab. Häng sie wieder übers Bett. Ja, was? Du perverser alter Sack. Ey, ich bin nicht alt. So. Aber pervers. Das habt ihr nicht gemerkt. Shinobu ist jetzt beleidigt und kündigt die nächste Folge an. Ja. Jetzt zum vierten Mal, glaube ich, oder? Jetzt zum dritten Mal. So. Tschüss. Jetzt war's aber wirklich gut. Tschö. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Kommentare und so, gell? Tschö. Und abonnieren. Auch noch. Wenn ihr wollt. Wenn es sein muss. Sonst wäre das ein Epic Fail. Tschüss. Na, euch ist genauso heilig. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Tschüss. Mit Ö.